Guten Tag, Regina. Wie geht es dir? Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr, sehr stolz, hier zu sein in Canastota und am Sonntag in die International Hall of Fame des Boxens aufgenommen zu werden. Also, was war deine Motivation für Boxing? Also ich war ja noch ein Kind. Ich habe angefangen mit 11 Jahren, bin ich ins Judo gegangen und dann ins Karate. Und mein Trainer, der hat mich dann entdeckt, ich habe immer bei den Kickboxern zugeschaut und er meinte dann, komm, trainier doch mal bei den Kickboxern mit. Und das habe ich dann gemacht und ich fand das super und ich habe so viel Spaß gehabt und habe dann lange Kickboxen trainiert und wurde auch deutsche Meisterin und Europameisterin im Kickboxen. Und dann hat mein Trainer festgestellt, dass ich sehr, sehr stark mit meinen Fäusten bin. Und dann habe ich ins Boxen gewechselt und so hat sich das entwickelt. Also im Prinzip, es war ein Hobby und später dann mein Beruf. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Leidenschaft, wie viel Passion ich dabei spüre. Und natürlich war das außergewöhnlich als junge Frau. Und warst du die einzige Frau in deinem Club? Ich war noch zusammen mit einer anderen Frau, die hat Kickboxen gemacht, aber ansonsten war ich wirklich die einzige Frau und habe nur mit Männern trainiert am Anfang. Und für mich war das ganz normal. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit, aber ich habe gemerkt, dass so die Leute, die haben schon geguckt und warum muss jetzt eine Frau boxen? Und das hat nicht so richtig gepasst und das hat lange Zeit gedauert, dass die Leute das mehr akzeptiert haben. Und deine Familie, akzeptieren sie das oder nein? Doch, meine Familie, die akzeptiert das, aber sie haben auch sehr viel Angst gehabt, weil Boxen ist ein sehr gefährlicher Sport. Und wenn du in den Ring steigst, dann kannst du bluten, du kannst K.O. gehen. Und ich glaube, für Eltern ist es immer sehr schwierig, wenn das eigene Kind, die eigene Tochter boxt. Aber das ist auch so, wenn du ein Junge bist. Ja? Also Eltern machen sich Sorgen. Aber sie haben es nicht verboten, sondern sie haben mich unterstützt. Und für sie war das in Ordnung. Und wo findest du Boxing heute und wo findest du Boxing früher? Also früher war es ganz schlimm mit Frauenboxen. Also wir haben kein Geld verdient, schlechte Trainingsbedingungen, man musste noch arbeiten gehen. Die Leute haben gelächelt über das Frauenboxen. Und da hat sich so viel getan und jetzt ist es schon sehr viel besser. Ich meine, wir müssen gucken, Madison Square Garden mit Amanda Serrano, Katie Taylor, die haben Millionen verdient. Also es tut sich sehr viel, aber es ist schon noch ein langer Weg. Und es ist ganz wichtig, dass wir an uns glauben und dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben. Und ich bin mir sicher, dass das Frauenboxen immer mehr akzeptiert wird. Und was sind deine Projekte heute? Womit beschäftigst du das? Also ich halte Vorträge bei Firmen über das Thema Motivation, wie man sich motiviert, wie man auch mit Niederlagen umgeht und wie man wieder aufsteht und an sich glaubt. Das halte ich, dann kommentiere ich Boxkämpfe für The Zone, habe auch den Kampf mit Katie Taylor und Amanda Serrano kommentiert. Ich schreibe für das Boxsportmagazin und ich mache auch in Deutschland sehr viel Werbung. Also ich bin immer noch Testimonial und bin in Deutschland sehr bekannt und viele unterstützen mich. Hast du eigene Wörter für die Boxerin heute? Some advice? Ja. Also ich möchte allen Frauen und auch Boxerinnen sagen, dass sie weiterhin an sich glauben, an ihre Träume und dass sie ihre Ziele verfolgen. Und wenn Menschen sagen, ihr könnt das nicht, das stimmt nicht. Ja, also wirklich dranbleiben und wir Frauen, wir können alles. Also wir dürfen uns von niemandem einreden lassen, dass wir das nicht können. Und das ist das Wichtigste und man braucht ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft. Und das wünsche ich allen Frauen. Echt. Regina, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist
It's great pleasure to have met you and congratulations for your great, great success. If anyone deserves to be here, it's you. And congratulations you. For being one of the few boxers from Europe who have made it this far. Wow. Thank you from my heart to all of you. Thank you. Welcome.